Herzlich willkommen zum psychologischen Quartett von Sinova Psychologie. Heute mit dem Thema Mut zum Leben. Und ich freue mich, hier besondere Gäste begrüßen zu dürfen. Zunächst mal Herrn Udo Matthies, der bereits mit 4 Jahren Wechselfälle des Lebens kennengelernt hat. Er kam mit seiner Familie vom Osten in den Westen, hat dann hier 8 Schuljahre absolviert, eine Ausbildung zum Buchdrucker und hat dann einen kompletten Wechsel zur Marine gemacht. Danach kam eine Umschulung zum Masseur mit eigener Praxis, die er dann später verloren hat. Er hatte 2 Ehen hinter sich mit 2 Töchtern und ist seit 2008 im Ruhestand, lebt allerdings seit 2010 in einer neuen Beziehung. Dann freue ich mich, Frau Ilona Martin begrüßen zu dürfen. Sie ist das 5. von 7 Kindern, hatte eine glückliche Kindheit mit Schule, Ausbildung, Weiterbildung, war alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter Lana und hat dort auch einen Schicksalsschlag erlebt. Die Tochter ist blind auf die Welt gekommen. Sie hatte dann eine Beziehung, die nach 4 Jahren gescheitert ist, aus der allerdings auch ein Sohn, der Sohn Steven, hervorgegangen ist. Danach 28 Jahre die Beziehung mit einem Mann. Am Ende dieser Beziehung stand die Pflege von Schwiegermutter, Schwiegervater und von ihrem Partner, die jeweils dann verstorben sind. Danach kam der nächste Schicksalsschlag, der Verlust ihrer Wohnung, ein Neustart und dann die Diagnose der Erkrankung Gebärmutterkrebs. Sie hatte den Mut zur Totaloperation, zur Chemotherapie und zur Strahlentherapie. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Dann mir gegenüber sitzt Herr Uwe Walter. Herr Uwe Walter hatte eine unbeschwerte Kindheit. Er heiratete später seine Sandkastenliebe. Aus der Ehe kam eine Tochter hervor und die Frau ist plötzlich verstorben. Er bekam eine Krebsdiagnose mit erfolgreicher Behandlung. Nach der Trauerphase hat er dann erneut geheiratet und wieder eine Tochter mit einer Tochter zur Welt verholfen. Dann kam unangekündigt ein Schlaganfall, der Zerfall der Ehe, der Bruch der Wirbelsäule mit diversen Operationen. Heute ist er arbeitsunfähig und kämpft ums Überleben. Herzlich willkommen, Herr Walter. Herr Walter, Mut zum Leben, kann man da noch Mut haben? Ja, auf jeden Fall. Man muss einfach immer wieder den Kopf heben, ja, und weiterkämpfen und die Problematik immer an die Wurzel packen, ja, und daran arbeiten. Und es gibt auch helfende Hände, sage ich mal, ja, die einem da Unterstützung bieten. Aber man muss natürlich auf die Leute zugehen, auf die Institutionen, die kommen nicht von alleine. Ja, jetzt haben Sie ja zunächst eine unbeschwerte Kindheit gehabt. Ja. Und mit der Kindheit, Schulzeit, alles lief völlig problemlos. Ja. Sie haben dann Ihre erste Frau kennengelernt. Ja. Wie war denn das damals? Erzählen Sie mal. Das war auf dem Schulhof, haben wir uns öfters gesehen. Ja. Ich bin gerade in die Realschule gewechselt, sie war schon eine Klasse weiter. Und ja, das ging dann los mit, gehen wir zusammen schwimmen, gehen wir zusammen Eis essen, so das Typische, ne? Im Winter Schlittschuhlaufen, Radfahren. Ja, ja, ja. Und dann sind die Abstände, wo wir uns gesehen haben, immer kürzer geworden. Ich meine, mit 12 Jahren, sage ich jetzt mal, doch die meiste Zeit dann mit seiner späteren Ehefrau in der Kindheit schon zu verbringen, das ist eigentlich was Einzigartiges. Ja. Wann haben Sie denn zum ersten Mal das Gefühl gehabt, Sie sind verliebt? Ja. Das war eigentlich schon nach einer Woche war das mir schon bewusst. Und wie alt waren Sie da? 11. 11 Jahre alt und dann schon das Gefühl der Liebe gespürt. Ja. Ja. Und das ist auch nicht weggegangen? Nein, nein.
Da haben Sie also eine schöne Zeit zusammen verbracht. Ja, es waren fast 20 Ehejahre. 20 Ehejahre. Und wann haben Sie geheiratet? Wie alt waren Sie da? Ja, ich habe gerade meine Fahrweiterprüfung abgelegt gehabt und dann habe ich gefragt, nachdem ich dann einen Job bekommen habe, ob wir heiraten. Dann hat sie gesagt, ja. Und ich war 18 Jahre alt. Sie waren 18 Jahre alt. Ja, und Ihre Frau, wie heißt sie oder wie hieß sie? Das war die Sabine. Die Sabine. Wie alt war die? Die war 19 bei dir. Die war 19. Ja. Aha. Und Sie haben dann geheiratet, zusammen gelebt in Ihrer eigenen Wohnung? Ja, ja, ganz kleine Wohnung haben wir bekommen. Damals war das noch so, dass wir Schwierigkeiten hatten, weil wir noch nicht verheiratet waren. Ja. Ich musste also, um die Wohnung zu erhalten, ein Schreiben vom Standesamt mitbringen, dass es auf Verbot bestellt ist. Also die Wohnungen wurden nicht an wilde Ehen, sage ich jetzt mal, vermietet. Ne? Ja, das war ja noch eine andere Zeit damals. Ja, das galt ja. ja noch die wilde Ehe und so weiter. In Hotels bekam man ja auch kein Zimmer, bis 75 oder wie weit das ging, ja. wo das sich dann also geändert hat. Ja, dann haben Sie geheiratet. Nicht? Und wir haben ja ein schönes Foto da ja. von Ihrer Frau, wo Sie also hier im Brautkleid sind. Und das war die Zeit, wo Sie 18 Jahre alt waren. Ja. Ein stolzes Paar, darf man sagen. Ja. Ja. Der Pfarrer, der uns getraut hat, hat gesagt, so eine Kinderhochzeit hat er noch nie gehabt. Die Kinderhochzeit, ja. Ja, das ist ja auch toll. Hat er noch nie gehabt, eine Kinderhochzeit. Also das heißt, 18, 19 ist ja eigentlich das gesetzliche Alter, wo man heiraten darf. Ja, klar. Ja. Aber er war halt der Meinung, dass ein Mann erst reif ist, mit 28 oder 30 Jahren, um den Schritt in die Ehe zu machen. Ah. Ja, okay, gut. Wenn es ein Pfarrer ist, kann man das vielleicht verstehen. Aber ich hoffe, jetzt nicht weiter vertiefen. Aber er hat dann also Sie letztendlich ja doch getraut. Ja, klar. Und Sie sagten, Sie waren Facharbeiter. Was hatte denn Ihre Frau für einen Beruf? Meine Frau war Sekretärin. Sekretärin. Auch im gleichen Unternehmen? Nein, die hat in einem Energieversorgungsunternehmen ja. gearbeitet, beim Vorstand. Sie waren ja in einem größeren Unternehmen hier in Ludwigshafen, das also ja, mit vier Buchstaben ja. geprägt ist. Genau. Ja, dann das war also dann Ihre Heirat. Gab es da eine Hochzeitsreise oder sowas? Ja, klar. Das war sogar eigentlich ganz lustig gewesen. Und zwar, die Gäste waren noch im Hotel feiern und haben noch gegessen und getanzt. Und die Sabine und ich, wir waren schon im Zug gesessen nach München, von dort aus sind wir dann nach Korfu geflogen. Nach Korfu, dort war dann die Hochzeitsreise. Das war die Hochzeitsreise, ja. da waren wir dann ja. drei Wochen in ja. Korfu. Und als wir dann nach Hause gekommen sind, haben sich die Leute gewundert. Also ich meine, Eltern und Trauzeuge, die haben es gewusst. Mhm. Ne? Aber manche Gäste haben nicht gewusst, dass wir sofort während der Hochzeitsfeier verschwinden. Die haben das teilweise gar nicht gemerkt, so, ja, dass ja, das Brautpaar nicht mehr da ist. Ne? Soll die Braut entführt werden und ist gar nicht mehr da? Ja, die wurde vorher schon entführt und das war eigentlich von meiner Seite aus gar nicht so geplant. Ich habe gesagt, die sollen das auch lassen, weil ich möchte nicht rumrennen und sie suchen und vielleicht den Zug oder den Flieger ja. verpassen, ne? Wie es wegen so einem Blödsinn. Aber die haben die auf die Polizeistation in Obau entführt und haben sie dort ins Gefängnis gesteckt, in so eine Zelle. Und dort musste ich sie dann auslösen. Schlechter Beginn der Ehe im Gefängnis, ja. Wann kam denn Ihre Tochter Olivia zur Welt? Das war 1997. 1997. Wie lange waren Sie da verheiratet? Also Herr Wagner, mein Gedächtnis hat ja durch gewisse Umstände mit dem Schlaganfall sehr gelitten. Ich habe also nicht genaue Zahlen im Kopf. Lassen wir das mal so. Also, aber es waren zunächst einige Jahre ohne Kind. Ja, es waren einige Dann Jahre. Dann kam die Olivia zur Welt. Da war auch ein schönes Foto von, das zeigen wir mal. Das Kind mit Fläschchen und so. Ja. Ne? Das ist ja süß. Und im nächsten Bild sehen wir dann auch, wie die Familie also da ist. Und Mama, die stolze Mama, der stolze Papa und die süße Tochter Olivia. Ja. Ja. Und dann kam ja der Schock für Sie. Erzählen Sie mal.
Also die Diagnose, das war dann ein bösartiger Blasentumor. Der bei Ihnen diagnostiziert wurde? Der wurde bei mir diagnostiziert durch mehr oder weniger Zufall. Mhm. Und das Ding war so groß wie eine Aprikose. Mhm. Und die wollten dann also erst operieren, dann Chemo- und Strahlentherapie. Die habe ich aber abgelehnt. Die haben Sie abgelehnt? Ich hätte auch abgelehnt, die Blase komplett zu entfernen. Das war auch im Gespräch. Habe ich auch abgelehnt. Ja. Entweder so operiere und gut ist, oder dann gar nichts mehr machen. Und ja, damit bin ich eigentlich gut gefahren mit der Entscheidung. Mhm. Ist zwar jetzt keine Empfehlung für andere Patienten, das muss jeder für sich selber ausmachen. Ja, das ist eine individuelle Entscheidung, die man dann treffen muss. Genau, aber für mich war es in dem Moment die richtige Entscheidung. Mhm. Und ich habe seit der Zeit, seit der OP, sind keine neuen Tumore gewachsen. Mhm. Ich war zwar jetzt im Krankenhaus, weil sie den Verdacht wieder gehabt haben, aber es hat sich herausgestellt, dass das nicht bösartig war, was da gewachsen ist. Das ist ja schön. Aber damals war ja die erste große Herausforderung für Sie dann. Und das hat ja auch Mut zum Leben erfordert. Ne? Und wir wissen ja, Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist ja, dass man trotz Angst das tut, was eigentlich geboten ist. Hatten Sie Angst damals? Ja, ich hatte Angst. Ich meine, die Olivia war da noch nicht geboren, als es diagnostiziert war. Aber der Kinderwunsch war ja da. Die Olivia ist ein Wunschkind. Ja. Und ja, klar, ich war mit dem Patienten im Zimmer gelegen, der ist leider verstorben, auch in jungen Jahren. Mhm. Und es gibt dann einem doch zu denken. Ne? Ja, ja, schon eine frühe Konfrontation dann mit Tod und so weiter. Mhm. Und wir haben uns dann abgelenkt. Ich habe mich aus dem Krankenhaus selbst entlassen. Ja. Und bin mit meiner Sabine dann erst einmal, damals sind wir, glaube ich, in den Schwarzwald gefahren, nach Bayersbronn. Mhm. Und haben dort erstmal eine Woche uns gut gehen lassen. Ja, um wieder von dem Ganzen da runterzukommen. Genau, ja. Und dann, klar, alle Vierteljahr die Untersuchung, da hat man natürlich immer Angst. Ne? Ja, ja, ja. Was kommt da? Ist da noch was und so weiter? Oder ist das jetzt wirklich weg? Ja, ja. Mhm. Und die Ärzte, die haben. So was kennen Sie ja auch, Frau Martin, ne? Das ist Ihnen ja auch bekannt. Ja. Mhm. Und die Ärzte, wenn man dann sagt, und wie sieht's aus, die haben eine komische Angewohnheit. Die stehen dann immer nur da und reiben sich das Kinn und gucken einen fragend an. Und das sind dann die Momente, wo man den Schweißausbruch kriegt. Ja, ja. Und dann man weiß nicht, was kommt. Ne? Noch einer geschätzte oder noch einer gefühlten Stunde sagt er dann, nein, ist alles in Ordnung. Ja. Das ist dann so, fällt einem der Stein vom Herzen. Ja. Ne? Aber dann sind Sie ja trotzdem nochmal mit dem Tod konfrontiert worden. Mit Ihrer Frau. Wie war das denn damals? Ja, das war, es war kurz vor Ostern, wir wollten eine Radtour machen, es war so der erste warme Frühlingstag. Ich habe schon die Fahrräder gerichtet, aufgepumpt, was man halt so alles macht. Sie hat schon die Tasche gerichtet gehabt und ich kam dann ins Wohnzimmer und habe gesehen, wie die kleine Olivia sich so gegen die Mama lehnt. Die Mama lehnt sich gegen die Olivia und dann habe ich gesagt, oh, ich kann mal keine 5 Minuten allein lassen. Mhm. Da sitzen wir schon wieder zusammen und tut schmuse. Das war aber, wie ich das dann gesehen habe, dass meine Frau gar nicht mehr bei Bewusstsein war. Mhm. Ich habe dann halt sofort Notarzt gerufen, Hubschrauber und so weiter. Der konnte bei uns in Maudach nur außerhalb vom Ortskern landen, draußen auf dem Feld. Da musste er erst mit dem Krankenwagen in den Hubschrauber und dann Klinikum Mannheim. Ja. Und die haben dann sofort auch alles gemacht auf die Intensivstation. Aber nach einer Woche hat man mich gebeten, ich soll die Vormundschaft von ihr übernehmen, damit
die Geräte, dass ich sagen kann, Geräte abschalten, weil der Hirntod war eingetreten, aber das Herz hat noch geschlagen. Und bei der Einlieferung ins Krankenhaus haben sie einen Organspendeausweis gefunden. Und die haben dann auch die Organe entnommen. Ja. Und ich konnte mich praktisch von meiner Frau nicht mehr verabschieden. Ja, ja, das ist hart mit sowas. Ja. Sie haben ja dann, ja, Sie waren ja da. Sie hatten ja auch eine Tochter, Sie hatten eine Aufgabe, hat Ihnen das Kraft gegeben? In der Phase, das Wissen um die Tochter, die Sie ja braucht? Ja, wobei, dass ich da überfordert war. Das gebe ich ehrlich zu. Ich ging dann nach einer gewissen Zeit ja auch wieder der Arbeit nach. Ja. Da musste ich auch morgens um 6:30 aus dem Haus. Und dann bis man abends wieder zu Hause war. Ja, ja. Und, aber ich hatte das große Glück, dass mich meine Eltern sehr stark unterstützt haben in der Zeit. Die sind also früh morgens zu mir gekommen, haben dann die Tochter geweckt. Und auf dem Weg für Schule. Ja, praktisch die Versorgung damit übernommen während der Zeit, wo Sie arbeiten waren. Ja. Dann haben Sie ja nochmal auch den Mut gefasst, nochmal ins Leben einzutreten und Sie haben ja dann eine neue Beziehung begonnen. Ja. Und da kam ja aus dieser Beziehung auch ein Kind heraus. Ja, kam die Mia raus. Die Mia, ja, und die Beziehung ist ja dann gescheitert. Sie hatten aber kurz vor dem Scheitern der Beziehung einen Schlaganfall. Nein, das war zeitgleich. War zeitgleich, das lief war also parallel. Das heißt, die Ehe war am Zerfallen und... ich war schon ausgezogen. Sie waren schon ausgezogen, ja. Ich war zeitlang im Hotel gewohnt. Dann habe ich eine kleine Wohnung in Neuhofen bekommen. Ja. Und weil ich konnte ja nicht mehr in meine Wohnung zurückgehen. Ja. Und nach der Arbeit, es war ein Freitagmittag, wir haben ein bisschen früher Feierabend gemacht, ich wollte noch ins Fitnessstudio gehen, trainieren. Und da bekam ich auf dem Parkplatz einen Schlaganfall, es hat sich alles gedreht, mir wurde übel. Und ich muss sagen, Gott sei Dank ist es noch auf dem Parkplatz passiert und nicht im Auto während der Fahrt. Ja, also das heißt, es war also auch relativ schnell Hilfe dann da? Ich war ganz allein auf dem riesengroßen Parkplatz, wo vielleicht 3000 Autos stehen. Ja. Aber ich habe vom Werkschutz die Telefonnummer, die habe ich immer im Kopf. Das ist auch nicht verloren gegangen, die ist wie eingraviert. Ja. Weil mit denen habe ich schon täglich zu tun gehabt. Und die habe ich dann angerufen und er hat mich dann gebeten, ich soll mich durch Huben vom Auto bemerkbar machen. Ja. Und dann haben die mich gefunden. Ich bin dann also noch so ans Auto hin und habe mich hingeschleppt. Kräftig drauf. Und habe gehuben. Dann kam Werkschutz, Sanitäter, Notarzt. Ja. Da kamen Sie ins Krankenhaus. Dann kam ich ins Krankenhaus. Und das ging ja dann relativ glimpflich noch ab. Sie sagten ja eben, dass Sie auch ein bisschen Gedächtnisprobleme haben als Spätfolge und damit zu kämpfen haben. Ja, da kam aber dann der nächste Schock. Dann fielen Sie, stürzten Sie und haben sich die Wirbelsäule gebrochen. Ja, vorher war, muss ich dazu sagen, vorher haben Sie noch einen Herzfehler diagnostiziert. Aha. Was während dem Schlaganfall hatte ich ja gleichzeitig meinen dritten Herzinfarkt. Und dann haben die auch mir noch einen Defibrillator implantiert. Und ja, dann kamen immer wieder diese Schwindelanfälle, Ohnmächte, Krampfanfälle. Und bei einem Vorfall bin ich dann rückwärts in ein Regal in der Küche gefallen. Und habe mir die Wirbelsäule so kompliziert gebrochen, dass sie jetzt von unten bis oben verschraubt und versteift ist. Ja. Das ist jetzt der Stand, wie Sie ihn im Moment haben. Sie leben ja inzwischen mit einer neuen Partnerin zusammen, die Ihnen also auch hilft im Leben und
kämpfen aber inzwischen auch ums Überleben, um die Rente, um Weiterkommen und, und. Ja. Das heißt, dieser ewige Kampf, den führen Sie fort. Was hält Sie denn daran am Leben? Was gibt Ihnen die Kraft? Ist da ein Glaube dahinter oder irgendetwas? Es ist auch ein Glaube dahinter, ja. Aber ich sage immer, ich habe noch keine Zeit zum Abtreten. Aha, noch zu viele Aufgaben. Ich habe noch zu viel zu tun, noch zu viel zu erledigen. Ja, da wünsche ich Ihnen mal viel Erfolg, dass Sie das alles hinkriegen. Und ich fand es ganz toll, dass Sie da also sagen, ich habe noch so viele Aufgaben, es ist noch nicht meine Zeit. Frau Martin, Sie haben ja auch ein Leben hinter sich, das mit einer Kindheit begonnen hat, die ja ganz gut war. Ne? Ja. Und wir hatten das ja schon mal vorher ein bisschen unterhalten. Sie waren das fünfte von 7 Kindern. Genau. Und Sie hatten Ihre Kindheit glücklich, viel in der Natur. Wie war denn das so damals? Tja, ich bin ein Landkind, ein richtiges Landkind. Bin im ganz kleinen Ort geboren, in diesem Ort auch. Und ja, dadurch, dass wir 7 Kinder waren, war bei uns zu Hause halt immer irgendwas los. Ja. Das heißt, die Eltern konnten sich gar nicht so um jeden Einzelnen kümmern. Das lief also als Prozess. Genau, ja. Jeder hat noch im anderen geguckt. Ja. Man hat auch das ganze Ort gekannt. Man hat also viele Freunde und Bekannte gehabt. Ja. Hat viel Räuber und Gendarme gespielt, Baumhäuser gebaut. Mhm. Ja. Also immer draußen. Nicht vorm Fernseher oder sonst irgendwas. Nein, Stubenhocker waren Sie nicht. Nein, überhaupt nicht. Sie haben ja dann die Schulzeit gemacht und dann auch eine Ausbildung als Schuhfachverkäuferin, sagten Sie. Ja. Aber Sie haben dann nicht lange in dem Beruf gearbeitet. Nein. Ich habe dann umgeschult und als Hotelfachfrau. Ja. War ein Jahr in Altötting auf der Hotelfachschule und dann noch ein Jahr im Domhotel in Worms. Und dort bin ich auch nach der Ausbildung geblieben. Dort sind Sie übernommen worden? Genau. Ja. Ja. Hm? Ja, an der Rezeption, ja. An der Rezeption haben Sie dann da gearbeitet, genau. Und Sie haben sich dann ja auch mit Weiterbildungen beschäftigt und so weiter. Ja. Und dann hatten Sie mit 24 Jahren ein Kind bekommen als alleinerziehende Mutter. Die Lana, ja. Aber da gab es ja auch einen kleinen Wermutstropfen da drin. Sie mussten da irgendwann feststellen, was haben Sie da festgestellt? Die Lana war ein Vierteljahr alt und da meine Mutter durch die 7 Kinder viel Erfahrung mit Kleinkindern hatte, die hat irgendwann gesagt, mit der Lana, ihren Augen stimmt was nicht, dieses Nachschauen fehlt, was so mit so einem Vierteljahr, 4 Monate einfach anfängt, nicht nur auf Geräusche zu horchen, sondern die Augen, die wandern dann auch mit, wenn jemand vorbeiläuft oder mal einen Rassel hinhält und bewegt ihn. Das war bei der Lana gar nicht. Und mein Kinderarzt war damals in Urlaub und ich musste zu einer Vertretung. Und der Arzt war ein Jahr lang bei der Frau Professor Blankenagel. Das ist eine führende Augenärztin damals gewesen in Heidelberg. Und der hat der Lana in die Augen geguckt und hat direkt gesehen, dass sie netzhautblind ist. Das heißt, dass bei der Lana sich während der Entwicklung im Mutterleib die Netzhaut nicht voll gebildet hat. Die sieht also hell und dunkel, das kann sie gut unterscheiden. Ist da und gibt also Impulse weiter, aber keine Abbildung ist möglich, wie wir es also kennen. Genau, Also hell und dunkel sieht sie, aber die kann also kein Mensch erkennen oder Auto oder so irgendwas, sondern das nur je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind, anhand von Schatten erkennen. Kann sie dann erkennen, da ist irgendetwas. Genau, Also wir haben hier ein schönes Foto von ihr. Wie alt ist sie jetzt auf diesem Foto? Da war sie 14 oder 15. Das ist im Urlaub irgendwo. Genau, da waren wir auf dem Weg in den Urlaub nach Spanien. Da sind wir ein paar Mal hingefahren. Und das war immer, bevor man von Frankreich über die Grenze gefahren ist nach Spanien, war ein schöner Rastplatz. Da haben wir immer angehalten und haben gefrühstückt. Weil ich war ein Nachtfahrer, ich bin immer mit den Kindern alleine im Urlaub gefahren. Ich bin immer nachts gefahren und morgens um 8:30 waren wir immer auf diesem Rastplatz. Ja. Und da haben wir halt gemacht. Und da steht sie und guckt sich an einem Baum, ich glaube, da war irgendeine Frucht dran. Ja, das sieht so nach Feige aus. Genau, die hat sie befühlt. Toll. Sie sagten,
mit den Kindern. Ja. Das heißt, da wäre ja neben der Lana noch ein weiteres gewesen. Genau. 2,5 Jahre später habe ich noch den Steven gekriegt. Den Steven. Mhm. Ja. Ja. Und mit dem Vater von Steven hatten Sie auch dann eine Zeit lang zusammengelebt. Genau. Ja. Und Steven hatte aber mit diesem Blindheit, Behinderung und so weiter nichts. Der kam völlig gesund zur Welt. Der kam ganz gesund zur Welt. Ja, ja, ja. Mhm. Und die Beziehung, die Sie dann zum Vater von Steven hatten, die ist ja dann irgendwie beendet. Die ist auseinandergegangen, ja. Mhm. Ja. Hat sich das so auseinandergelebt oder hat es nicht gepasst? Oder, es hat nicht gepasst. Der hat mit Droge angefangen und damit hatte ich noch nie im Leben was am Hut. Ja. Und wollte auch nichts am Hut haben. Ja. Und da habe ich mich getrennt. Ja. Und der Steven, da haben wir auch ein schönes Foto von ihm hier, mit den zwei Miezekätzchen. Ja. Wie alt ist er da? Circa 7, 8. 7, 8. Ja. Waren das Ihre Hauskatzen? Nee. Katzen hatte man nicht. Ich bin keine Katzenmutter, ich bin Hundemutter. Sie sind Hundemutter? Ja, okay. Ja. Das war bei meiner Schwester. Mhm. Die lebt auf dem Land und die hat immer Katzen. Immer Katzen, ja. Ja, klar, Landleben bringt das ja mit sich. Ne? Ja, schön. Ja. Mhm. Weil es diese Beziehung beendet war. Sie sind dann ja... War das ein Schock für Sie oder wie oder haben Sie einfach da nur eine Notbremse gezogen? Notbremse gezogen. Also ich bin damit eigentlich gut zurechtgekommen. Ja. Hab dann auch ganz schnell meinen Lebenspartner kennengelernt, der Freddy Wagner, mit dem ich 28 Jahre zusammen war. Mhm. Und da ging das Leben erstmal normal weiter. Da ging's normal es war immer irgendwas durch die Lana-Kämpfe, die man ausfruchten muss. Damals war es... nicht selbstverständlich, dass man Hilfsmittel einfach so genehmigt bekommen hat und so. Und auch mit der Schulintegration und alles. Also man hat immer was zu tun gehabt. Wenn man Schulintegration heißt, dass sie eine normale Schule besuchen konnte? Nee. Nicht. Also ich habe alles probiert. Dass die Lana war sehr intelligent, das kann ich glaube ich so sagen. Und ich wollte gerne, damals hat in Rheinland-Pfalz solche Integrationsprogramme angefangen stattzufinden, aber das war alles auf dem Papier, aber in der Umsetzung hat es doch sehr, sehr gemangelt. Ja, ja, also viele, ich habe bei vielen Schulen vorgesprochen, die haben sich also unter jemand Blindem einfach jemand vorgestellt, wie früher die alte blinde Oma, sie sitzen neben mir und drehen Däumchen, das war es gewesen, nichts mehr, da geht nichts und so. Also die haben sich das furchtbar kompliziert vorgestellt und war keine Schule bereit, die Lana zu integrieren. Mhm. Und dann haben wir sie nach Ilvesheim in die Blindenschule gebracht. Ja. Ja. Ist sie morgens abgeholt worden mit so einem ASB-Bus hier und mittags um 3:30 zurückgebracht worden. Ja. Aber die Lana war sehr aktiv, also die wollte in Theater AG und Reiten. Das konnte man dort alles mit in der Schule machen. Aber da musste man sie selbst abholen immer. Ja. Also war man auch für sie mit sehr viel Aufwand. Genau. Und das hat sie auch gefordert dann. Genau. Ne? Ja. Mussten sie schon was investieren. Genau. Ja. Die Kraft haben sie gehabt. Und den Mut, das zu tun. Immer. Ja, alles, was dazu gehört. Genau, Und die Lana hat ja dann auch einen sehr guten beruflichen Weg gemacht. Genau, vielleicht die Lana hat studiert. Sie mal. Ja. Also die Lana ist in der 4. Klasse dann ab der 5. Klasse nach Marburg gewechselt. Dort konnte man Abitur machen. Mhm. Da war sie dann im Internat. Da ist sie immer von Freitag bis Sonntag haben wir sie abgeholt und mit heimgenommen und sonntags abends wieder hochgebracht. Und da hat sie mit 1 ihr Abitur gemacht und ist dann nach Trier auf eine ganz normale Uni und hat Psychologie studiert. Ja. Mhm. Und nach dem Studium ist sie nach Köln gewechselt an die Uni und dort arbeitet sie seitdem als Psychologin und Betreuerin von Behinderten, die dort halt auch studieren wollen, hilft denen einfach. Praktisch ihre Erfahrung damit reinbringen, das ist ja ganz toll. Ne? Ja. Aber inzwischen ist sie auch verheiratet. Genau. Ja, und das sehen wir also hier auf dem nächsten Foto, das ist das Hochzeitfoto. Wie alt war sie, als sie geheiratet hat? Muss ich jetzt rechnen. Die Lana ist jetzt 35, 31. 31, ja. Und die Ehe läuft heute noch. Wunderbar. Sehr schön. Die haben sich also in Marburg kennengelernt. Ja. Die sind zusammen, seit dass die Lana 16 ist.
So lange sind die zusammen. Ja. Hm? Ja. Das zeugt ja dann auch von Liebe, ne? Genau. Von tiefer Liebe, die da drin ist. Ja. Also ganz toll. Ja. Hm? Sie waren ja dann, Sie erwähnten eben den Namen mit Freddy zusammen. Genau. Ne? Und wie alt waren Sie da, als Sie Freddy kennengelernt hatten? 30. Mhm. Mhm. Da hatten Sie ja schon 2 Kinder. Genau. Mhm. Aber mit Freddy haben Sie da auch noch ein Kind gekriegt? Nein, nicht mehr. Hm? Nur die 2. Ja, und die Beziehung, wie lange ging die mit Freddy? 28 Jahre. 28 Jahre, gut, die hat ja nun nicht natürlich geendet. Dazwischen lagen ja noch ein paar Dinge, wo Sie gefordert wurden. Ja. Also als erstes wurden Sie ja mal gefordert durch die Schwiegereltern. Ja. Die haben Sie gepflegt. Genau. Hm? Also ich hatte sehr gutes Verhältnis. Also wir waren nicht verheiratet. Mhm. Es war so, dass der Freddy immer nur am Wochenende da war bei uns und unter der Woche immer noch zu Hause gewohnt hat und dadurch ein enges Verhältnis zu den Schwiegereltern halt da war. Ja. Es waren auch ganz, ganz liebe Leute. Die haben also auch meine Kinder voll anerkannt, wie wenn es ihr Enkelkinder gewesen wäre. Die hatten selbst von anderen Söhnen 3 Enkelkinder. Die sind also nicht anders behandelt worden wie meine Kinder auch. Mhm. Und dadurch haben wir uns halt auch sehr gut verstanden. Und die Gerda hat irgendwann angefangen, wir waren viel zusammen, immer mal in Musicals und so. Gerda war die Schwiegermutter. Das war die Schwiegermutter. Wir zeigen dir mal ein Foto von ihr, von beiden. Genau. Den Schwiegereltern, die haben wir ja hier. Genau, ja. Ja. Und wie hieß ihr Mann? Lothar. Aber die sind dann krank geworden. Genau. Das war bei der Konfirmation übrigens von der Lana. Aha, ja. Ja, ja, die sind beide krank geworden. Die Gerda hat Alzheimer gekriegt und der Loda hat es überhaupt nicht verkraftet, dass seine Frau, die immer die führende Person in dieser Ehe war, krank geworden ist. Also ihn praktisch immer mehr vergessen hat, sich an die Kinder nicht mehr erinnert hat. Mhm. Und das hat ihn auch krank gemacht. Er ist nierenkrank geworden und musste an die Dialyse 1,5 Jahre und ist eigentlich dann noch eher gestorben wie die. Obwohl sie vorher erkrankt war. Mhm. Ja. Und dann haben Sie da in der Zeit dort im Haus gelebt mit Freddy zusammen? Ja. Meine Tochter war ja dann in Trier studieren, hat nicht mehr zu Hause gewohnt. Mein Sohn ist auch ausgezogen mit der ersten Freundin zusammen. Ja. Und ich hatte ein kleines Häuschen in Osthofen und da haben wir beschlossen, weil wir hatten der Gerda versprochen, dass sie nicht in ein Pflegeheim muss, dass man sie zu Hause pflegen. Und da haben wir beschlossen, dass ich mit nach Ludwigshafen ins Elternhaus ziehe. Ja, ja. Dann waren Sie mit Freddy zusammen. Genau. Hier haben wir auch ein schönes Bild. Ja. Sie und Freddy, wie alt sind Sie da auf dem Bild etwa? 42, 43. Ja. Und Freddy, war der älter als Sie? Nee, wir sind gleichaltrig. Gleichaltrig. Genau. Okay, prima. Freddy hat aber dann auch ihre Kinder akzeptiert. Voll und ganz. Also, das war also überhaupt kein Thema. Die konnten mit allen Problemen zu ihm kommen. Ja. Der ist genauso gefahren wie ich nach Marburg, die Lana abhole und wieder hochbringe. Der hat sich um den Steven gekümmert, wenn das Hausaufgabe war oder sonst irgendwas. Also es war alles kein Problem. Ja. Wirklich nicht. Also. Ja. Aber jetzt war ja dann der Tod vom Schwiegervater zuerst. Genau. Und die Schwiegermutter, wie lange hat die dann noch gelebt? Fünf, sechs Jahre. Fünf, sechs Jahre. Aber dann schwerst pflegebedürftig. Pflegebedürftig. Und Sie haben dies zu Hause gemacht? Ich habe das zu Hause gemacht, auch ohne Pflegepersonal, also ich alleine. Mit dem Freddy und auch sein jüngerer Bruder hat auch oft geholfen. Ja, also. Das heißt, ich habe die Gerda gewickelt, gefüttert, gebadet, geföhnt, alles was nötig war. Ja. Das wäre ganz toll, eine fantastische Leistung, dein lieber Mann. Gehört auch Mut dazu, das durchzuziehen, ne? Und sich das zuzutrauen. Und dann ist sie verstorben und dann kam der nächste Schock, dass also Freddy krank wurde. Genau, ja. Bronchialkrebs ist bei ihm festgestellt worden. Und eigentlich gleich mit einer Diagnose, dass da nicht viel zu machen ist. Das Ganze hat sich dann ein Jahr lang hingezogen, mit vielen Klinikaufenthalten in Rohrbach. Und, war gleich wie bei der Gerda, kein Pflegeheim oder irgendwas. Also wir haben dann irgendwann im Krankenhaus gesagt gekriegt, dass nichts mehr zu machen ist. Ja. Und dann habe ich ihn mit heimgenommen und haben gepflegt, bis er verstorben ist. Ja, wie lang war diese ganze Pflegezeit, von der Schwiegermutter angefangen, über den Schwiegervater mit Freddy? Also wenn man alles zusammennimmt,
12 Jahre. 12 Jahre? Ja. Das ist eine gewaltige Spanne in Ihrem Leben. Ja. Und da kam ja nach dem Tod von Freddy der nächste Schock. Sie haben ja zusammen in einem Haus gewohnt. Genau, das Haus hat der Bruder geerbt und der Sohn vom Bruder, der hat auch bei uns mit davor schon gewohnt und der wollte das Haus behalten und umbauen. Und da muss man sagen, war ich zu viel in dem Haus. Und dann bin ich also ausgezogen. Ja, sind Sie quasi vor die Tür gesetzt? Oder? Mehr oder weniger, ja. Darf man so sagen. Ja. Dann haben Sie aber via via eine eigene Wohnung gefunden. Genau, ja. Ich bin erstmal mit zu Freunden gezogen. Ja. Das war der beste Freund von Freddy. Die haben ein großes Haus in Edigheim gehabt und die haben gesagt, geh erstmal mit zu uns, dass du dich fangen kannst und dass es einfach besser geht. Und das hab ich, du hast dann ein Jahr gewohnt und dann habe ich mal Wohnung gesucht in Obau. So, und dann kam der nächste. Genau. Im September 2017, sagten Sie, haben Sie eine Diagnose gekriegt. Genau, ja, der Bärmutterschleimhautkrebs. Ja. Ja, man wusste aber nicht genau, wie weit der fortgeschritten ist, weil es ein aggressiver Krebs ist. War im Anfangsstadium gewesen. Ja. Aber die haben mir nahegelegt, also Gebärmutter, Eierstöcke, 32 Lymphknoten, Bauchnetz, alles rausgemacht. Mhm. Praktisch eine Totaloperation. Genau, genau. Ich habe mich also mit meinen Kindern dann lang abgesprochen. Die haben sich im Internet schlau gemacht, was man macht und nicht macht. Und habe dem Ganze dann eben zugestimmt, weil diese Krebsart halt eine ist, wo man sagt, die kann ganz versteckt irgendwo halt auch noch sitzen und drum alles raus. Kann dann, genau. Deshalb auf Nummer sichern. Dann kam ja dann weitere Behandlung, Chemo und Strahlen. Genau, ich habe auch Chemo und Bestrahlung zugestimmt. Ja. Ist das jetzt abgeschlossen? Genau. Das ist abgeschlossen, seit letzten Mittwoch hatte ich die letzte Bestrahlung und es geht mir eigentlich gut. Ja. Ja. Die haben mir die Bestrahlung und die Chemo empfohlen und ich habe mich auch darauf eingelassen, weil es waren nur 6 Chemos und 4 Bestrahlungen, zwar aggressive Sachen, aber da dieser Krebs halt ziemlich aggressiv ist und überall sitzen gekonnt hat und ich gern noch ein Enkelkind erleben möchte, das habe ich noch nicht und das hätte ich gerne. Ja. Und und da habe ich mich halt auf diese ganze Behandlung auch eingelassen. Aber positiv, ich habe immer gedacht, also ich bin nie hin und habe gedacht, jetzt wieder eine, sondern ich habe immer gedacht, ab der ersten, jetzt sind es nur noch 5, 4, 3, 2, 1. Ah, rückwärts gezählt und dann durchzugehen. Ne? Ja. Ein toller Trick, ja. Haben Sie eigentlich ein Wundermittel gehabt oder ich sag mal, oder einen Glauben oder irgendetwas, dass Sie den Mut gefunden haben? Sie haben ja jetzt gerade gesagt, Sie wollen noch Enkelkinder erleben. Ist das Ihre Triebfeder oder gibt es noch andere Geheimnisse? Ach, ich habe einen ganz großen Freundeskreis, schon seit 45 Jahren, die immer für mich da waren in den ganzen schweren Zeiten. Und irgendwie, ich lebe halt einfach auch Sie gerne. Leben. Also ich bin, Sie leben gerne? Ich lebe sehr gerne. Toll. Ja. Ich bin eigentlich ein Mensch, der auch immer, so wie es kommt, alles anpackt. Also auch Sie wenn schwere Sachen weg, kommen, ich laufe nicht weg. Ich habe noch nie den Kopf in die Sonne gesteckt. Ich nehme es so, wie es kommt. Und das allein ist mir Antriebsfeder. Dann habe ich seit 9 Jahren einen riesen Hund, eine Dogge-Labrador-Mischung. Den liebe ich sehr und der liebt mich sehr. Und ja, ich gehe gerne in die Natur, ich bin gerne draußen. Das heißt, trotz allem, was Sie bisher erfahren haben, steigen Sie ins Leben ein. Sie haben sich nie unterbuttern lassen und sind da immer weitergegangen. Genau. Ja, ganz toll. Ich wünsche Ihnen, dass das auch weiter so bleibt. Dankeschön, das wünsche ich mir auch. Ja, ja. Herr Matthies, Sie hatten ja in Ihrem Leben als Kind den ersten großen Umbruch. Ne? Sie waren 4 Jahre alt, wo Ihre Eltern dann vom Osten in den Westen gegangen sind. Das war in welchem Jahr? War da, damals war schon die DDR gegründet. Ne? Nein, das war noch unter der damaligen Regierung Otto Grotewohl und Walter Ulbricht und so. Ja. Da gab es noch keine Mauer. Das war die Mauer nicht, aber der Staat DDR. Ja, die DDR gab es. Ja, das ist richtig. Ja. Und dann kamen Sie hier in den Westen mit der Familie. Haben Sie da Erinnerungen dran? Nur bedingt. Wir waren 8 Personen, meine Eltern, meine Großeltern mütterlicherseits und meine 3 Geschwister. Also wir waren 4 Kinder. Mhm. Wir sind also in den Westen gekommen
und waren dann 2 Jahre in dem sogenannten Auffanglager in Weinsberg. Das gab ja verschiedene damals. Bei Heilbronn. Ja. Und nach 2 Jahren hat mein Vater am Stadtrand von Heilbronn ein kleines Haus erworben, in den Weinbergen drin. Und da habe ich meine Kindheit verbracht, da sind wir groß geworden. Und meine 2 Brüder haben ihre Ausbildungen gemacht und ich hatte da eigentlich eine recht unbeschwerte und schöne Kindheit, muss ich sagen. Ja. Waren Sie das jüngste Kind? Oder? Von den Buben. Von den Buben? Ich sollte schon ein Mädchen werden. Aha. Wir sind also 4 Geschwister und von oben runter mein ältester Bruder, der nicht mehr lebt, Jahrgang 38, vor dem Krieg. Das nächste war mein mittlerer Bruder, 45 geboren, nach dem Krieg. Und dann sollte ich wohl ein Mädchen werden und es hat nicht geklappt. Und dann hat mein Vater nochmal einen 4. Versuch gestartet und dann kam meine Schwester. Und der hat funktioniert, ja. 51 und dann war Schluss. Ja, da war das kleine Prinzesschen dann auf der Welt. Ja, das Nesthäkchen. Ja, genau. Sie sagten, Sie hatten die Schule in Heilbronn besucht. Ja. Und dann haben Sie eine Lehre gemacht. Dann wollte ich im Ursprung Schriftsetzer werden. Und meine Eltern haben mich dann mal testen lassen und haben gesagt, er ist handwerklich wohl eher geschickter noch und es wäre sinnvoll, ihn die Buchdruckerausbildung zu machen. Ja. Ja, dann habe ich die Buchdruckerausbildung gemacht und habe sie abgeschlossen. Und habe in der Firma Bayer & Schneider in Heilbronn gelernt, eine sehr gute Firma, bekannt vielleicht unter den Holz vom Brunnen, Marke Brunnen, Schulhefte. Ach ja, 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 ja. Das ist die Firma. Und die war als Lehrfirma ausgezeichnet. Aber als junger Gehilfe, wenn man dann an größere Maschinen kommt, die andere Ansprüche auch stellen, war das für mich ungeeignet, weil ich innerlich noch zu jung und zu umtriebig war, um 7,5 Bierblock für Hannen Alt zu drucken. Das ist wochenlang eine und dasselbe. Ja. Oder 3,5 Millionen Taschenkalender für VW. Ja, ich wollte Akzidenzen drucken, Farben, Prospekte. Und da war die Firma nicht so geeignet. Da wollte ich wechseln zu anderen Firmen, wo man mehr Akzidenzdrucker hatte. Und dann haben die mal gesagt, wie alt sind Sie denn? Das war 1965, 66. Da war es wirtschaftlich auch nicht so doll. Dann sag ich, ja, 18 Jahre. Jo, waren Sie schon bei der Bundeswehr? Sag ich, nee. Ach, dann gehen Sie doch mal und dann können Sie sich hinterher wieder bewerben. Ja. Das war ja damals die Pflicht, zum Bund zu gehen. Ja, ja. Wo also viele Betriebe, die ausgebildet oder wo man sich anstellen ließ, zunächst gefragt haben, ob der Prozess schon rum ist. Verweigerung war ja praktisch nicht bekannt. Ja. Und ein kleiner Schritt zurück, nachdem ich vor dieser Situation stand, keiner will mich haben im Moment, die sagen alle, geh doch erst zur Bundeswehr, dann gehe ich auch. Ja. Ja. Jetzt, das Fernweh hat mich ohnehin schon immer ein bisschen getrieben, auch durch die Pfadfinderei. Und ich wollte dann nach Vietnam auf das Lazarettschiff Helgoland vom Roten Kreuz, dieses Rotkreuzschiff. Das war aber nicht vom Bund eingesetzt, von der Bundeswehr. Privat. Das war privat, Ich wollte dann dahin, weil ich als Pfadfinder mal einen Feldscherkurs gemacht hatte. Das war so Erste Hilfe mit erweiterter Krankenpflege. Denke, das ist was. Bewirbst du dich auf die Helgoland als Krankenpflegehelfer im Vietnam da unten? Und mein Vater hat gesagt, mein Lieber, und wenn es das letzte Mal ist, dass du von mir den Hintern voll kriegst, dann kriegst du ihn jetzt, du bleibst hier. Denn ich brauchte ja die Unterschrift. Damals war volljährig 21, keine Chance. Mein Vater hat mir die Unterschrift verweigert, also war Vietnam und Lazarettschiff Helgoland gestrichen. Der nächste Versuch, wenn du schon zur Bundeswehr musst, dann gehst du. Aber damit ich auch wirklich hinkomme, gehe ich zur Marine freiwillig für 4 Jahre. Aha. Und habe mich dann gleich verpflichtet. Ja. Verpflichten wollen zunächst. Ne? Wieder bin ich mit flatternder Hose zu meinem Vater und habe gesagt, Papa, was ist los, mein Sohn? Ja, ich möchte zur Marine, möchte mich 4 Jahre verpflichten und da brauche ich deine Unterschrift. Wo muss man da unterschreiben? Denke ich, der zerreißt mir das Ding wieder. Hat er unterschrieben, ich habe das schnell geschnappt und bin ab. Und weg, alles, bevor er sich das anders bevor überlegt. Bevor er sich das anders überlegt. Und als alles in trockenen Tüchern war, bin ich zu ihm hin und sage, Papa, vor einem halben Jahr wolltest du mir noch den Hintern versohlen, als ich da auf das Rotkreuzschiff wollte und jetzt konntest du nicht schnell genug unterschreiben. Ja, sagt er ganz einfach, als ich in deinem Alter war, wollte ich auch zur Marine. Aber mich haben sie nicht genommen, ich war untauglich. Ach.
Ja. Das heißt, der Sohn hat im Grunde den Wunsch des Vaters. Ja, ich war sein Stolz, zweifelsohne dann später auch. Ne? Toll. Ja, und dann bin ich nach Wilhelmshaven, habe mich dann gemeldet, haben die mich zwei Tage lang auf Herz und Nieren, Körper, Geist und Seele untersucht. Und dann war ich nicht nur marinetauglich, sondern ich war auch borddiensttauglich. Denn das war ja mein heimlicher Wunsch, auf ein Schiff zu kommen und noch ein bisschen mehr von der Welt kennenzulernen. Also es gibt ja den Unterschied, Marine heißt ja nicht, dass Sie immer auf dem Schiff sind. Nicht unbedingt, ja. Hat auch Bodenpersonal. Wenn Sie borttauglich sind. Borddiensttauglich muss man sein. Ja, und dann waren Sie wo stationiert? Ich habe insgesamt 14 Kommandos gehabt in diesen Jahren. 14 Kommandos in 4 Jahren? Also wir müssen unterscheiden zwischen Versetzung und Kommandierung. Eine Kommandierung ist für einen gewissen Zeitraum und man kommt zum alten Stützpunkt wieder zurück zur alten Einheit. Ja. Versetzung ist dann vorbei. Ja, ich habe meine Ausbildung gemacht in Glückstadt an der Elbe. Die Grundausbildung ein Vierteljahr, dann war ich in List auf Sylt. Zurück muss ich sagen, die fragten mich ja, was ich werden wollte bei der Marine. Welche Fachrichtung ich einschlagen möchte. Na, ich sage, ich bin gelernter Buchdrucker. Da hat er gelacht, sagt er, Schiffsdrucker haben wir nicht. Und da habe ich gesagt, ja, als Pfadfinder habe ich mal so einen Feldscherkurs gemacht mit erster Hilfe und erweiterter zweite Hilfe, wenn man so will. Ja, das ist gut, dann gehen Sie in den Sanitätsdienst, das wird immer gebraucht. Ja, und so bin ich dann in den Sanitätsdienst gekommen und das war dann auch der Schritt meiner späteren Zukunft. Denn als ich nach 4 Jahren ausgeschieden bin bei der Marine, war der Buchdruck faktisch tot. War das tot? Ja, ja. Der das war abgelöst worden durch den Offset, durch den 3-Farben-Tiefdruck, der Siebdruck kam. Ja. Die Leute fragten nicht mehr nach Qualität, es soll schnell und billig sein. Ja. Und dann war ich wieder da gestanden mit dem Buchdrucker-Zertifikat in der Hand, mit dem Gautschbrief als Buchdrucker und meine anderen Kollegen oder Kameraden, die haben damals mittlerweile schon umgeschult. Die Technik ist so vorangeschritten, an einer großen Maschine haben früher 2 Mann gearbeitet und im Laufe dieser zeitlichen Entwicklung war es gerade umgekehrt, da konnte ein Mann 2 Maschinen bedienen. Ja. Der hat die eingerichtet, hat sie laufen lassen und hat sich an die nächste Maschine gemacht. Ne? Ja, gut, das ist ja der Rahmen der Automatisierung. So in war's. Diesen Jahren ist die da ja alles umgebrochen. Ne? Ja, ja. Dann, wie war denn das jetzt für Sie? Völlig anderen Beruf. Sie waren jetzt auf einem Schiff, Krankenpfleger. Auf welchem Schiff waren Sie im da? Im Sanitätsdienst, auf der Fregatte. Auf einer Fregatte, auf einer Fregatte bin ich gefahren. Ja, ich habe dann verschiedene Stationen gemacht. Ich war dann erst beim Marinefliegergeschwader in Kiel-Holtenau, womit wir wieder bei der Bodenpersonaldebatte sind. Ne? Ja. Und dann hat man mich von da aus nach Neustadt geschickt, kommandiert auf einen 4-wöchigen Taucherlehrgang. Aha. Dann habe ich da die Taucherausbildung gemacht und als Sanitäter war ich dann der sogenannte Taucherarztgehilfe. Da haben wir ein schönes Foto, wo Sie ins Wasser steigen. Ja, ich habe dann die Schwimmtaucher- und die Helmtaucherausbildung gemacht. Eine ganz spannende Geschichte, da erzähle ich heute noch davon, auch fachlich. Denn auf großen Schiffen, wir müssen unterscheiden zwischen Booten und Schiffe, Abtender und Fregatten und Zerstörer sind es also Schiffe, muss ein Taucherarztgehilfe an Bord sein, um dem Taucher im Falle des Unfalles auf Grund helfen zu können. Ja, ja, die kannte Taucherkrankheit. Ich die komplette Taucherausbildung mit durchlaufen. Wir sind auch im Tauchtopf gewesen, da haben wir simuliert auf 90 Meter Wassertiefe, sind wir runtergefahren, auf Druck gefahren und dann wieder zurück. Ja, und da hatte ich natürlich dann die besten Chancen mit der Ausbildung als Taucherarztgehilfe an Bord zu kommen. Ja. Ja, ich habe eine einjährige Dienstzeit im Marinefliegergeschwader 5 Kiel-Holtenau absolviert und bin dann wieder auf die fachliche Ausbildung gekommen, nach List auf Sylt ein Vierteljahr, von da aus auf die Marineunteroffizierschule Plön und bin dann als Maat zurückgekommen. Als Maat war ich dann ein Vierteljahr bei der U-Boot-Flottille in Eckernförde und da haben die gemerkt, dass meine Planstelle völlig überflüssig ist. Das haben die auch gemerkt. Ich habe nämlich in der Nachtschicht in der Eckernförder Nachrichten in der Zeitungsredaktion noch mitgearbeitet. Aha. Bin morgens zurückgekommen, habe einen Stapel Zeitungen mitgebracht, Eckernförder, Flensburger, Bildzeitung und da war allgemeine Lesestunde und ich konnte mich dann 2 Stunden zurückziehen und die Augen schließen. Und wann waren Sie auf dem Schiff? Und dann kam ich, genau, jetzt sind wir da, wo ich dann gesagt habe, so und nun ist der Zeitpunkt gekommen für ein Schiff. Meine Versetzung stand an, meine Planstelle in Eckernförde war gestrichen
Und dann habe ich die letzten anderthalb Jahre auf der Fregatte Emden in Flensburg verbracht. Da bin ich dann versetzt worden. Fregatte Emden, die sehen wir hier im Bild. Das ist ein ganz schöner Pott, wie das aussieht. Ein schönes Schiff, ne? Jawohl. Ja. Wir waren mit 225 Mann Besatzung bestückt. Ja. Und das war also eine ganz tolle Geschichte. Eine ganz spannende, die mir persönlich in meiner Entwicklung, es war ja ganz was Neues dann. Vom Buchdrucker zur Marine und dann aufs Schiff. Aber das hat mir so viel gegeben in meiner Weiterentwicklung. Ja. Hier an Bord dieses Schiffes mit 225 Mann Besatzung und einer Waschmaschine an Bord, ging alles nur geplant. Ja, da war ein Waschmaschinenplan registriert, von Deck zu Deck zu Deck, hat jedes Deck 4 Stunden lang die Maschine zur Verfügung gehabt. Und was war natürlich der Wache hatte, der auf Wache aufziehen musste, hat dann zwangsläufig, ob das nachts von 2 bis 6 war oder von 0 bis 4 Uhr, für die Kameraden die Wäsche mitgewaschen. Ja. Jetzt waren Sie ja noch im zweiten Schiff hier gewesen, die Fregatte Augsburg, die sehen wir jetzt auch hier. Das war ein Schwesternschiff von der Emden. Das war später dann auf einer meiner 5 Reserveübungen. Auf der Augsburg. Ne? Und hier haben wir ein schönes Foto mit Ihnen als Matrose. Ja, Sie strahlen richtig. Der liebe Jung. Ja. Ja. Das heißt, es war also eine schöne Zeit auch für Sie. War absolut. Ja. Hat aber mein Leben völlig umgekrempelt. Ne? Ja, eben. Das war ja bisher, wenn man das mal überlegt, vom Buchdrucker angefangen, dann über die Marine, da blieb dir dann eigentlich nicht mehr viel übrig. Sie haben bei der Marine noch was Tolles miterleben dürfen. Da haben wir auch ein schönes Foto von die Äquatortaufe. Ja, das war natürlich das absolute Highlight. Wir waren, nachdem ich an Bord gekommen bin, kurze Zeit später waren wir in Hamburg, Howald, ein Vierteljahr in der Werft gelegen und dann hatten wir die große Werftprobefahrt gemacht. Und dann sind wir, da haben wir den ersten richtigen, wie sagt man so schön, einen von Latz gekriegt, Sturm in der Biskaya. Die ist ja entweder spiegelglatt oder total unberechenbar. Ja, und dann später waren wir noch auf der Insel Gotland in Schweden. Und dann kam unser Kommandant und sagte, meine Herren, wir haben ein besonderes Unternehmen mit der Fregatte Köln zusammen. Ich war am Überlegen, ob ich das annehmen sollte nach Südamerika. Da ging natürlich ein Raunen durch die Truppe, wie kann man sowas ablehnen. Ne? Er meinte, er wäre in dem Alter, da macht man sowas nicht mehr. Aha. Er war schon Fregattenkapitän, wollte Kapitän zur See werden. Das war dann sein, hat er auch, aber dann in Bonn auf der Harthöhe. Ja. Unser Schiff hat er dann als Fregattenkapitän verlassen. Ja. Jedenfalls haben wir die Fahrt nach Südamerika gemacht. Das war eine ganz tolle Sache mit der Fregatte Köln zusammen und einem Versorger, die Dithmarschen, die uns versorgt hat mit Lebensmittel und Frischware und einem Tanker. Dem Tanker haben wir 6 Tage Vorsprung gegeben, den haben wir dann irgendwann im Atlantik eingeholt und Übungen gemacht. Ja, und dann sind wir über den Äquator. Ja, da kam die Äquatortaufe. Dann kam die Äquatortaufe mit allen Facetten. Das sehen wir hier noch auf der Urkunde, wie das dann so geht. Ja. Aber irgendwann war die Marinezeit ja zu Ende. Was macht man denn dann? Ja. Wir waren ja jetzt im Sanitätsbereich. Jetzt stand ich wieder da vor der Macht. Was machst du jetzt in der Zukunft? Genau. Na? Ausgeschieden bei der Marine, es war toll, ich war dann Obermaat mittlerweile und auf der Fregatte Augsburg dann später Bootsmann und Oberbootsmann. Mhm. Ja, dann bin ich zum Arbeitsamt und habe gesagt, ich möchte umschulen. Ja, was denn? So, ich möchte Masseur werden. Ja, sagt er, Masseur ist ein gefragter Beruf. Was sind Sie denn? Ich war im Sanitätsdienst und dann hat eine Krankenpflegeausbildung gemacht mit Krankenpflegepraktikum im Lazarett in Bad Zwischenahn. Sagte, das hat keinen Wert, wir können nicht ein Loch zustopfen und das andere aufreißen. Ja. Na, ich sage, ja, ich bin gelernter Buchdrucker. Ja, das könnte man machen. Buchdrucker ist ja eigentlich nicht mehr so gefragt. Dann schulen wir sie einfach um vom Buchdrucker zum Masseur. Aha. Der Bund hat aufgrund meiner Dienstzeit die Hälfte übernommen und die andere Hälfte hat das Arbeitsamt übernommen. Und so kam ich wieder zu einem neuen Berufsbild. Ja. Habe dann in Boppard am Rhein meine Ausbildung gemacht zum Masseur und medizinischen Bademeister. Habe parallel noch die Fußpflege erlernt. Habe dann mein Staatsexamen abgeschlossen und mein Praktikum in Heilbronn absolviert und dann mein Diplom bekommen, um mich dann 1972 in Bad Rappenau
niederzulassen. Ja. Da habe ich dann eine dann eigene Praxis aufgemacht. Dann hatten Sie da Ihre eigene Praxis gehabt. Jetzt, ja. Wenn ich nochmal ganz kurz auf die Zeit bei der Marine zurückkomme. Marinezeit, ist das Zeit für Beziehungen, um eine Beziehung mit einer Frau einzugehen? Nein, ja, das hat aber das Bild gefahren. Das Bild ist gefahren, nicht so ganz ohne. Ja. Ich kannte einen Bremerhaven, der war also an Land, der schwamm also an den Schreibtisch, ne? Kein Schiff mehr, und er sagte, er hat da eine tolle Frau kennengelernt und die hat gesagt, ich weiß, wie die Matrosen sind, du kannst dich entscheiden, Schiff oder mich. Er hat sich dann für die Frau entschieden. Ja, das am Rande. So, wir sind jetzt beim Masseur. Jetzt waren Sie beim Masseur, haben Sie da eine eigene Praxis dann aufgemacht, ja. Und dann sind Sie auch eine Beziehung eingegangen? Ja, vorher schon. Die erste vorher war schon während meiner aktiven Zeit. Das heißt, wir müssen noch einen Schritt zurück. Ich bin ja nicht beziehungslos zur Marine. Aha. Aber das konnte nicht ewig halten, das war klar. Ich bin nach 4 Monaten das erste Mal zurückgekommen wieder. So lange war ich in der Ausbildung und konnte nicht raus. Kam nach Hause und da war meine damalige Freundin schon im 2. Monat schwanger. Mhm. Ich war aber 4 Monate nicht da. Ja, ja, das gibt dann ein Problem. Irgendwie kam das mir merkwürdig vor, denn Fernbefruchtungen gab es damals noch nicht. Und ja. Jedenfalls war das dann passé. Ja. Und kurz vor Ende meiner Dienstzeit, noch während der Marine, lernte ich eine junge Frau kennen, auch aus Heilbronn. Mhm. Und habe die noch geheiratet, kurz vor Abmustern. Mhm. Das heißt, noch als Matrose noch praktisch. Während der Marinezeit. Ja. Mhm. Und heute, ich will das nicht unterstellen, aber ich dachte, die hinterher habe ich gesagt, ich glaube, die hat bloß die Uniform geheiratet. Mhm. Nicht den Menschen. Ja, gut. Weil es vielleicht attraktiv war. Ja. Damals war das wirklich ein Hingucker und so. Und man ist ja auch gern in Uniform ausgegangen. Man hat sich gern gezeigt und wurde auch gern gesehen. Wir können aber auf dem Foto sehen, ein Schnatzer Matrose. Ah, da kann man schon drauf abfliegen, ja. Ja, dann hatten Sie also da die Beziehung weitergeführt und da ist ja auch eine Tochter daraus hervorgegangen. Daraus ist die Tochter, die ist ja, wir haben 70 geheiratet, ich bin Ende 70 im Dezember ausgeschieden bei der Marine und wir haben kurz zuvor geheiratet und 72 kam die Tochter zur Welt. Ja, 72 haben Sie aber auch eine eigene Praxis eröffnet. Zeitgleich. Zeitgleich. Ja. So, und die Praxis war dann also eine für physische Therapien und so weiter. Physikalische Therapien. Physikalische Therapien. Und aber die Ehe hielt nicht, sagten Sie. 7 Jahre. 7 Jahre. Und dann ging die Ehe auseinander und Sie haben später nochmal geheiratet und wiederum eine Tochter. Richtig. Die kam 78 dann zur Welt. 78, ja. Wobei, wie gesagt, die zweite Beziehung war nicht der Scheidungsgrund der ersten. War nicht der Scheidungsgrund? Nein, nein. Die ging einfach so auseinander, man hat sich auseinander gelebt, man hatte sich nichts mehr zu sagen. Und meine erste Frau wurde auch damals war es ein Schuldprinzip, geschieden, wegen böswilligen Verlassens und dann war das Thema durch. Ne? Das war für Sie dann ausgelaufen, Sie haben aber trotzdem wieder den Mut gefasst, eine neue Beziehung anzugehen. Ja, ich konnte nicht allein sein, ich wusste, dass ich nicht allein sein werde, das war mir klar. Ich bin da viel zu kontaktfreudig und viel zu lebenslustig, um jetzt schon dem Alleinsein, schon in dem Alter zu frönen. Ja. Das wollte ich nicht, das war mir klar. Ja. Da kam aber auch noch mal eine Tochter aus der Beziehung. Die Corina, die ist Jahrgang 78. Jahrgang 78. Und dann kam ja auch so ein großer Schock für Sie, dass Sie Ihre Praxis verloren hatten. Ja, das waren, ich möchte heute rückblickend sagen, 2 Gründe. Einmal ging es im Gesundheitswesen zurück. Wir haben in Bad Rappenau in einem Kurort unheimlich viel von Kurgästen gelebt. Auch ich habe davon profitiert, Leute, die bei uns in dem Apartmenthaus, in dem ich die Praxis hatte, so offene Badekuren gemacht haben. Die wurden ja damals von den Krankenkassen noch bezuschusst. Ja. Und dann sind die Zuschüsse eingefroren worden. Dann im umgekehrten Fall mussten die Leute noch bringen. Und so war das ganze Kurwesen rückläufig. Ja. Von den 5 oder 7 Kurhäusern in Bad Rappenau existieren heute gerade mal noch 2. Was damit dazu beigetragen hat, dass sie letztlich war rückläufig. Die Praxis verloren haben. Ich hatte 346 Quadratmeter Gesamtfläche in der Praxis und die Hälfte war dann ungenutzt, weil einfach nichts mehr los war. Die Rezeptgebühren bei den Patienten sind hochgeschraubt worden. Früher waren es 2,50 Mark, im höchsten Falle 2,50 Mark Rezeptgebühr und dann ging es auf 4 Mark hoch, dann 10%, dann 15% vom Rezeptwert. Dann wurden die Leistungen reduziert. Statt 12 gab es nur noch 10, dann nur noch 8 Behandlungen. Mhm. Ja,
Und somit hat sich die ganze Existenz in Frage gestellt. Und wie haben Sie dann weitergelebt nach der Praxis? Ich habe das dann an einen Heilpraktiker. Sie haben es verkauft. Und was haben Sie gearbeitet? Ich habe bei ihm als Geschäftsführer. Also in Ihrer. In meiner Ex-Praxis, die ich. Das heißt, das finanzielle Risiko waren Sie los. Gewissermaßen. Und haben aber dann doch noch in Ihrem Wunschberuf eine Einnahme. Ich war dann dabei als Geschäftsführer. Habe ich 2 Jahre lang noch in der Praxis mitgearbeitet. Und habe aber gemerkt, es tut auf Dauer nicht gut. Ich kannte zwar jeden Winkel, jede Ecke, jeden Schrauben von der Sauna, die ganze Anlage kannte ich, und das war ihm natürlich recht, nicht? Aber auf lange Sicht war es nicht gut. Ja. Wir sollten uns trennen. Das habe ich dann auch getan. Ja, und gut. Und den Beruf haben Sie dann beibehalten, bis Sie in den Ruhestand gegangen sind? Nein, ich wollte dann wechseln nach Ludwigshafen zur BASF. Und habe mich dort beworben, und die haben, also als Masseur in der physikalischen Abteilung, die hatten damals 2 Ambulanzen. Ja. Und dann haben die gesagt, die sind alle besetzt, die Stellen, aber da sie ja Laborkenntnisse haben, könnten sie bei uns anfangen in einem Produktionsbetrieb mit Laborkenntnissen. Ich habe damals mein Praktikum gemacht im Labor, und da habe ich gesagt, okay. Hauptsache, du bist mal drin, weil ich wusste, von Insidern innerhalb der Firma zu wechseln, ist immer noch leichter von einer Abteilung zur anderen als von außen rein. Und da habe ich zugesagt. Da habe ich gesagt, okay, ich mache das. Dann haben die gesagt, es geht aber nur im Schichtbetrieb, in Produktionsbetrieben nur im Schichtbetrieb. Da habe ich gesagt, mache ich, auch in Ordnung. Ja. Und da war wieder ein völlig neues Gebiet für mich. Ne? Also wieder. Plötzlich war ich in der BASF, nicht mehr in der physikalischen Therapie, in der Bäderabteilung oder in der Ambulanz, sondern war plötzlich in einem Produktionsbetrieb für Rohlacke, die wir produziert hatten. Lacke für die Autoindustrie, für die Textil-, für die Farb- und die für die Papierindustrie. Ja. Völlig wieder ein völliger Gebiet. Wechsel. Ganz neuer Anfang. Ja. Und der nächste Schritt war ja dann der Ruhestand. 2018 sind in den Ruhestand gegangen. Ja. Ja, aber Sie haben ja nicht aufgehört zu leben. Sie haben ja noch mal eine Frau kennengelernt. Ah ja, das war mein großes Glück. Ja. Ich, auch hier muss ich sagen, ich wusste, ich bleibe nicht allein. Das war nicht das Ende meines Lebens. Mhm. Das waren Lebensabschnitte. Abschnitte, wo Sie immer wieder gesagt haben, dass ich habe durch. Und einen Neubeginn mit völlig neuen Aspekten und Komponenten, aber mit neuen Herausforderungen und auch, ich liebe ja die Herausforderungen, auch ein Tick Risiko, bin ich schon bereit einzugehen. War aber immer wieder neu, und im Nachhinein muss ich sagen, alle Entscheidungen waren nicht die schlechtesten. Waren gut, gut. Haben Sie nicht bereut. Hat mich immer weitergebracht und hat mich heute da gebracht, wo ich bin. Ich lebe in einer soliden Beziehung bin alles andere als unglücklich. Und habe mein Ein- und Auskommen. Mhm. Wir haben eine hübsche Wohnung. Ich wohne jetzt in Grünstadt. Wohnen wir zusammen. Wir haben uns unsere eigenen Wohnungen aufgegeben. Mhm. Ihre Partnerin ist ja auch hier und sieht uns zu. Ja. Die hört zu. Hoffen wir, dass Sie zufrieden sind mit Ihrer Schilderung, dass Sie keine früheren Geheimnisse ausgeplaudert haben. Herr Matthies, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, und ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Partnerin Rita. Viel Erfolg im Leben, und dass Sie den Mut, den Sie bisher gehabt haben und alles angepackt haben, weitermachen. Und ich habe noch eine Frage: Was könnten Sie zum Beispiel, ich bleibe gleich bei Ihnen, den Menschen mitgeben, die im Leben solche Umbrüche und Schicksalsschläge haben? Was würden Sie so in einem Satz sagen, was hilft? Was soll man tun? Da möchte ich eigentlich den Spruch meines Vaters weitergeben, der immer bei großen familiären Veranstaltungen gesagt hat, Konfirmation oder Trauungen, Verlobungen oder so: Wer rückwärts sieht, gibt sich verloren. Ja. Wer lebt und leben will, muss vorwärts sehen. Das war für mich schon toll. Eine Philosophie. Herr Walder, haben Sie auch eine Weisheit, die Sie sagen können? Ja, meine eigene Weisheit ist, sich ein Ziel zu stecken und auf dieses Ziel loszugehen. Und zwar nicht auf Umwege, sondern auf direktem Weg. Und auf dem Weg macht man sicherlich auch Erfahrungen. Mhm. Man fällt hin, aber dann nicht liegen bleiben, sondern aufstehen und weiterlaufen. Ja, toll. Frau Martin, können Sie unseren Zuschauern noch einen Tipp geben, wie man bei Schicksalsschlägen, was man da tun kann, um nicht den Mut zu verlieren? Nie den Kopf in den Sand stecken.
nach vorne blicken, immer was Positives sich vor Augen halten und dann geht es eigentlich automatisch immer weiter. Toll. Frau Martin, Herr Walter, Herr Mathis, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich möchte mich von unseren Zuschauern verabschieden. Ich denke, wir haben schöne Einblicke bekommen. Ihnen danke ich allen, dass Sie uns diese Einblicke ermöglicht haben. Vielen Dank. Thank you.